Moin Moin und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal Handballex. Und heute möchte ich mit dir über Konditionstraining in der Saisonvorbereitung sprechen. Ja, da gibt es so viele falsche Mythen oder vielleicht auch einfach falsche Routinen, die von Trainern häufig gemacht werden, die überhaupt nicht zielführend sind. Und in Wahrheit ist es, dass wir mit deutlich, deutlich weniger Training einen besseren Effekt am Ende der Saisonvorbereitung haben, wenn wir das Konditionstraining einfach nur sehr, sehr zielführend und ein bisschen wissenschaftlicher angehen als diese alten Methoden, wo wir einfach nur immer durch den Wald gescheucht werden. Ja? Ich selber habe es jahrelang als Spieler miterlebt, wo ich unter verschiedenen Trainern sehr, sehr viel gearbeitet habe in der Saisonvorbereitung, sehr, sehr viel gerannt bin, sehr, sehr viel gelaufen bin, auch sehr, sehr lange Strecken gelaufen bin, obwohl die gar keinen Übertrag auf die Handballhalle dann später hatten. Also, lass uns erstmal so ein bisschen aufräumen mit den Sachen, die wir jetzt nicht mehr machen möchten. Ja? Ein Handballspiel geht 60 Minuten, Handballtraining meistens 90 Minuten. Eine Handballhalle ist 40 mal 20 Meter groß. So, wenn man sich die Bundesliga anguckt, laufen, glaube ich, die Spieler, die am weitesten laufen, laufen 6 Kilometer. Ja? Wir brauchen auf jeden Fall also schon mal keine Konditionsläufe, die 10 Kilometer plus sind, ja? Die dann noch über eine Stunde gehen, über 10 Kilometer, dort einfach gelaufen, gelaufen, gelaufen wird. Und das während der ganzen Saisonvorbereitung. Brauchen wir überhaupt gar nicht. Ja, wir können kürzere Strecken machen. Wir können am Anfang längere Strecken machen. Und wenn eure Spieler gerne längere Strecken laufen, dann können wir das machen am Anfang, ein bisschen um die Grundlagenausdauer aufzubauen. Sobald die aber aufgebaut ist, brauchen wir in diesem Bereich nicht mehr großartig arbeiten, sondern wir können die Laufstrecke deutlich reduzieren auf 5, 6 Kilometer. Diese Strecke dann aber einfach deutlich schneller laufen, weil das kommt unserem Handballbelastung ja deutlich näher. Dann lasst uns aber auch noch von diesem einfach nur gleichmäßigen Laufen ein bisschen wegkommen zu eher Intervallbereichen. Hier möchte ich dir einen schnellen Ausschnitt aus dem Coaching Club zeigen. Hier gibt es eine Übersicht über alle Inhalte, die es auf der Plattform gibt. Und jetzt kannst du dir einfach ein Thema auswählen, zum Beispiel Trainingseinheiten und dann zum Beispiel Angriffstraining. Und hier findest du jetzt verschiedene Trainingseinheiten zum Angriffstraining, wo du dir dann einfach hier ein Erklärvideo angucken kannst. Und hier unten kannst du draufklicken und dir die Trainingseinheit als PDF-Datei herunterladen, ausdrucken und direkt mit ins Training. Natürlich läuft kein Spieler auf dem Handballfeld einfach 60 Minuten im gleichen Tempo und hat am Ende 6 Kilometer geleistet. Passiert nicht. Ja, wir haben sehr, sehr schnelle, kurze Antritte, Bewegungen, Sprints, Sprint zurück, ja, dann irgendwelche kurzen Abwehrbewegungen, dann wieder Pausen, dann wieder Sprinte, Antritte, Richtungswechsel. All das haben wir, was überhaupt nicht irgendwie ähnlich ist zum Joggen. Das heißt, wir sollten auch viel mehr in diesem Bereich arbeiten. Das heißt, wir können sehr gut in Intervallen arbeiten. 10 Sekunden Belastung oder 5 Sekunden Belastung, 5 Sekunden Pause, 5 Sekunden Belastung, 5 Sekunden Pause, 10 Sekunden Belastung, 20 Sekunden Pause. Solche Sachen. Das können dann Sachen sein wie auf einer Laufbahn. Laufen, dann langsam laufen, schnell laufen, langsam laufen. Das können auch so Sachen sein, die schon eher so ein bisschen mehr in den Bereich Sprinttraining gehen, aber einfach sehr sportartspezifisch die Kondition aufbauen. Das heißt, mit irgendwelchen Parcours, mit Richtungswechseln, zum Beispiel Hütchen anlaufen, Hütchen anlaufen, Hütchen anlaufen, mit Richtungswechseln, ja, dann hat man irgendwie vielleicht 8, 10 Sekunden hohe Belastung und hat dann Pause. Ja, solche Sachen sind viel, viel besser dann im richtigen Konditionstraining, als irgendwie besonders lange laufen zu gehen oder sonstiges. Dann eine Sache auch noch, die sehr, sehr viele Trainer machen und die einen sehr guten Ruf hat, wenn man sportwissenschaftlich betrachtet, aber gar keinen so großen Übertrag in die Halle hat. Und das sind Läufe einen Berg hoch. Ja? Hier muss man jetzt unterscheiden. Manche Trainer nennen das Bergtraining oder Antrittstraining. Die nennen das, wenn man eine kleine Steigung hat, eine Steigung hochläuft. Manche Trainer nennen das, wenn sie in den Bergen trainieren, ne, auf 2000, 3000 Meter Höhe, wo wir einen ganz anderen Luftdruck haben und dadurch weniger Sauerstoff bekommen und unser Körper sich daran gewöhnt, unter weniger Sauerstoff hohe Leistung abzuliefern. Das sind zwei verschiedene Sachen. In der Höhe trainieren, ne, um mit einem Sauerstoffdefizit zu arbeiten, sehr, sehr gut. Ne, sehr, sehr gut. Dadurch hat einfach der Körper so ein bisschen die Gewöhnung daran. Einen Berg hochlaufen, ne, ganz normal bei uns, ohne irgendeinen Luftdruckwechsel, ist dann nicht so effektiv. Weil natürlich lernen wir es, hart zu laufen, ne, einen Berg hochzulaufen, schnell zu sprinten. Aber unsere Halle, es geht nun mal nicht bergauf. Ja, das heißt, den Übertrag, den wir davon haben, einen Berg hochzurennen, ist nicht gleichzusetzen mit dem Übertrag, den wir haben, eine gerade Strecke zu sprinten. Die gerade Strecke zu sprinten hat einen viel, viel besseren Übertrag bei uns in die Halle, weil auch unsere Halle gerade ist. Ne? Das heißt, wenn ihr so ein Bergtraining machen möchtet und ihr versteht unter Bergtraining, Training in der Höhe auf 2000, 3000 Meter Höhe, super.
Wenn ihr darunter versteht, einen Berg hoch zu rennen, ne, einfach nur, weil ihr denkt, es ist anstrengender hochzulaufen als gerade zu laufen, ja, hat nicht unbedingt den größten Übertrag in die Halle, dann macht lieber ein gut ja, geplantes Sprinttraining mit einer geraden Strecke, mit einer richtigen Belastungszeit und mit einer genau korrekten Erholungszeit für eure Spieler. Habt ihr einen deutlich, deutlich besseren Übertrag. Also, damit hoffe ich, dass ich mit ein paar Mythen hier und dem Konditionstraining in der Saisonvorbereitung aufräumen konnte und du jetzt deutlich genauer weißt, was du mit deiner Mannschaft tun sollst. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Mach's gut, ciao, ciao.